Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, ihr hattet eine nicht allzu stressige Woche. Ihr habt ja das letzte Video gesehen, das ist jetzt leider erst ein paar Tage alt, weil ich es einfach nicht eher geschafft habe, euch das Video online zu stellen. Normalerweise versuche ich immer so ein paar Tage dazwischen Platz zu lassen, damit ihr einfach auch ein bisschen Zeit habt, die Videos zu gucken und wenn einer mal nicht so viel Zeit hat, dass er nicht ganz so viel nachgucken muss. Aber gut, darum geht es ja auch gar nicht, sondern wir packen heute nämlich was Neues aus. Ich würde sagen, wir machen das Paket direkt mal auf. So, nicht lange rumgeschwatzt, sondern einmal aufmachen. Und dann kann ich euch nämlich auch gleich verraten, von wem das Paket ist. Denn meine ganzen Promopakete sind so weit abgearbeitet. Das heißt, ich kann das, denke ich mal, ganz gut erkennen. Spätestens, wenn wir das erste Bild aufgemacht haben. So, wir haben 1, 2, 3. Also wir haben 4 Pakete, so wie es aussieht. Haben wir noch was drin? Nein, wir haben nichts mehr drin. Jetzt gucke ich mal kurz, ob ihr... Nein, ihr seid nicht gesund, das ist lustig. Irgendwie sieht das so aus, als wenn ihr voll gesucht wärt. Aber alles eigentlich gut. Ich bin sofort wieder für euch da. So, ich glaube, die Perspektive ist ein bisschen schöner zum Zeigen. Deswegen würde ich auch vorschlagen, wir packen die Pakete mal aus. Wir fangen mit einem kleinen Paket an. Wir fangen mit diesem Paket an. Wenn ich das aufgemacht habe, kann ich euch wahrscheinlich auch sagen, von welchem Shop das ist. Ich habe nämlich, ich glaube, nur noch eigentlich 2 Sachen. Und so, ich schiebe die anderen mal kurz beiseite. Ja, und zwar habe ich heute noch eine Neuvorstellung für euch, die es bei mir auf dem Kanal noch nicht gab. Ich weiß, dass bei ein paar anderen YouTubern ihr das wahrscheinlich schon mal gesehen habt oder die Firma schon hattet. Und zwar ist das DIY Choose. Ja, auch hier durfte ich mir was aussuchen und habe das sehr gerne angenommen. Und zwar habe ich mir als allererstes ein Bild in 30x30 ausgesucht. Und zwar mit eckigen Steinen. Ein kleines Bild mit eckigen Steinen. Und zwar ist es so ein kleiner Hase, der so ein kleines Herzchen im Maul hat. Ich weiß nicht, man kann das wahrscheinlich so gar nicht so gut erkennen. Ich mache mal die Folie ein bisschen ab. Weil die blendet doch. Man kann das Herzchen hier ganz gut hier so ein bisschen sehen. Oh. So, also wir haben hier eckige Steine. Und eine Größe von 30x30, was wahrscheinlich nicht 30x30 hat. Aber das werden wir gleich ausmessen. So ein kleiner süßer Hasenfratz. Ein Maßband habe ich natürlich auch für euch am Start, wie immer. Das schöne Geräusch. Und zwar haben wir hier eine Breite von 23,5 und eine Länge von knapp 24 cm. Also es ist keine 30x30. Was wir aber haben, ist auf jeden Fall eine Legende oben und unten. Braucht bei so kleinen Bildern meines Erachtens eigentlich nicht drauf sein. Wir haben einmal da oben eine Legende und da unten eine Legende. Bei so kleinen Bildern ist es eigentlich, müsste nicht sein, aber ist halt drauf. Aber was wir haben, sind DMC-Nummer, was ich sehr gut finde. Wir haben ein Toolkit dabei, ist ein ganz einfaches Toolkit. Ein Schiffchen, ein Stück Nichtwachs, ein Stift ohne Aufsetzer, ohne Zipptüten. Ganz, ganz easy und simpel an der Ecke. Gut, dann kommen wir zu den Steinchen. Die sind nicht in Zipptüten verpackt, aber auch nicht einzeln, sondern die kommen in so einer Schlange, wie sie sehr, sehr oft bei den Shops kommen. Was ich aber auch in Ordnung finde, weil sie schön der Reihe nach aufsortiert sind. So, und nun zeige ich euch die mal. Wie gesagt, wir haben eckige Steine. Bevor ich euch gleich mal den Druck zeige. Wir haben auf jeden Fall Acrylsteine. Man kann das an den Punkten hinten drin erkennen. Aber sie sehen so eigentlich ganz gut aus. Sie haben zumindest keine Nasen dran. Der Anfang hier. Da ist der Anfang von der Schlange. Viele Grüntöne, klar. Das ist ein Hase mit Lila. Da könnt ihr. Es müsste schwarz sein. Oder?
Und die 15, nee, die 15 ist 939. Das ist ein ganz, 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 ganz dunkles Blau. Okay, wir kommen nach vorne, werden wir kleiner mit den Nummern. Also die Farben sehen toll aus, finde ich. Hier haben wir dann das Schwarz. Das sieht so im Beutel erstmal nicht so schlecht aus. Nur nochmal grau. Diese nochmal helle Farben. So. Das waren die Steine dazu. Jetzt haben wir mal den Druck. Der sieht aber okay aus. Der Druck. Ja, da ist es auch schwierig, weil wir halt natürlich dunkle Hintergrundfarbe haben und dunklen Druck drauf. Hier seht ihr es in der Mitte, die 5. Kann man aber sehr gut lesen. Also der Druck ist wirklich sehr, 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 sehr klar. Da kann man gar nicht meckern. Auch die hellen Symbole sind super gedruckt. Aber man bräuchte da schon fast ein Lightpad, um diese dunklen Stellen zu painten. Erleichtert ein bisschen die Arbeit und erleichtert ein bisschen die Augentätigkeit, weil man einfach ja, ein bisschen einfacher die Symbole erkennt und dann kann man das ja einfacher kleben. Bräuchte man aber nicht zwingend, weil wirklich alles sehr gut gedruckt ist, aber ist natürlich immer so ein kleines Goodie, was man dann nutzen könnte, was einem die Arbeit einfach ein bisschen erleichtert. Und ich sag mal, es soll ja keine Arbeit sein, es soll ja Spaß machen. Und wenn man die Symbole natürlich leichter erkennt, dann macht das natürlich auch ein bisschen mehr Spaß. Aber ansonsten finde ich das Motiv für 30x30 gar nicht so schlecht in der Kamera. Man müsste jetzt tatsächlich mal gucken, wie das gepainted aussieht, weil nicht zwingend die Farben, die der Druck hat, auch immer entsprechend den Stein zugeordnet sein muss. Also wenn ich jetzt hier einen lila Druck habe, kann die Steine dann entweder ein helles Lila, ein dunkles Lila oder eine andere Farbe haben. Normalerweise sind die schon der Farbe der Steine sehr ähnlich, aber sie müssen nicht zwingend übereinstimmen. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so sagen, wie es dann in gepainted rüberkommt. Aber jetzt so auf den Blick, ich denke, man kann es auf jeden Fall erkennen, dass es ein Schlappohr ist. Das Herz weiß ich nicht, wie es gepainted aussieht, ob man es so erkennen würde. Aber das Schlappohr kann man erkennen. So, aber das ist schon mal gar nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Wo stecke ich das jetzt wieder rein? Da. So, einmal wieder gut weggepackt. Ach, das packe ich nachher zusammen. Es will gerade nicht. Und wenn es nicht will, dann ist es auch okay. Ich würde sagen, wir machen heute mal wieder mit dem Kleinen weiter. Wir mixen ja in letzter Zeit häufiger mal groß, mal klein, mal dick, mal dünn. Wir machen einfach mit dem Kleinen weiter. So, da haben wir das nächste Kleine. Okay, auch hier sehen wir schon, wir haben DMC-Nummern. Da mache ich nur nochmal die Folie drauf, weil ich hier so eine kleine Spannungsfalte, sage ich jetzt mal, hatte vom Aufrollen. Das mache ich jetzt mal eben gleich weg. So. Machen wir das einfach mal ordentlich drauf. So. Sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Also, was haben wir hier für ein Motiv? Wir haben hier ein Blumenmotiv mit Schmetterlinge. Und ich finde, man kann das aber gut erkennen. Das Bild ist nur 30x40 groß. Wir haben runde Steine. Aber ich finde, man kann den Schmetterling in der Form hier schon erkennen. Man kann die Blümchen hier eigentlich schon gut erkennen. Finde ich zumindest. Runde Steine haben wir hier. Wir haben keine Kreise um den Druck drumherum. Aber ich finde es echt nicht schlecht. Und in der Kamera sieht es auch richtig gut aus. Wenn man näher davor sitzt, dann sieht es halt immer ein bisschen anders aus. Aber ich finde das echt schon gut umgesetzt. Für die Größe auf jeden Fall super. Also keine Kreise drumherum, Steinchen immer schön auf die Symbole setzen. Und ein wirklich guter Druck. Wir haben hier Zahlen, Buchstaben, keine Symbole. Alles relativ easy. Jetzt gucken wir hier nochmal, ob man das gut lesen kann. Kann man aber lesen. Haben wir ein Q und ein O. Auf der Legende ist es tatsächlich nicht alles so gut zu lesen. Hier die 12.
kann ich gar nicht sagen. Was soll es denn sein? Was ist die 12? Ich glaube, die 12 müsste das Q sein. Also, ihr müsst die Dosen wahrscheinlich gut nach dem Ausschlussprinzip bekleben. Man kann es auf der gedruckten Leinwand alles gut lesen. Auch das Q und die 9, ihr könnt es sehr, sehr gut auseinanderhalten. Aber hier auf der Legende wird es ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn man ein Lightpad drunter legt, dann ist es tatsächlich... Na, kann ich das irgendwie einfangen? Jetzt kann man das lesen. Jetzt könnt ihr das Q sehen. Ja, also die Legende ist ein bisschen schwieriger zu lesen auf beiden Seiten. Aber der Druck, den kann man wirklich sehr, sehr gut erkennen. Und ich finde, ist sehr, sehr gut von der Umwandlung her auch. Man kann die Blumen hier schön erkennen. Ja, gefällt mir. Ist sehr lila-lastig. Aber cool. So, machen wir mal die Steinchen raus. Und wie gesagt, wir haben runde Steinchen. Dann gucken wir mal an, ob die schön rund sind. Hier haben wir die weißen Steine. Hier sehe ich immer schon mal einen Stein mit einem kleinen Nupsi dran. Nicht ganz rund ist. Könnt ihr aussortieren oder einfach kleben. Manchmal fällt das gar nicht im Gesamtbild auf. Bei weiß, ja, müsst ihr mal gucken. Im Zweifelsfall aussortieren und dann beiseite legen oder einfach wieder ins Schiffchen rein. Und wenn ihr dann doch Steine brauchen solltet, dann habt ihr zumindest noch Steine übrig. Oder ihr nehmt einfach andere, die ihr noch irgendwo im Portfolio habt. Aber sie sehen sehr schön rund aus. Das ist schon mal gut. Runde Steine sind immer gut, wenn die rund sind. Und sie ist doof. Ja, halt sehr, sehr viele lila Töne, ne, wenn ihr das so seht. Lila, lila, lila. Noch mehr lila, blau. Und hier kommt nochmal lila. Lila, blau. Ja. Sehr viel lila. Lila! Also, wer auf lila Bilder steht, der kann sich das gerne mal für zwischendurch antun. Weil, also, es sind mega viele lila Töne. Wir haben 20 Farben. Ja, finde ich nicht schlecht. Also, ich meine, für das Bild ist es gut. Wir messen nochmal aus. Ich gucke nochmal eben kurz die Klebkraft. Ja, aber da kann ich nichts meckern. Klebekraft kann ich nichts meckern. Toolkit ist genauso einfach wie das erste, was wir hatten. Mein Maßband ist gerade verschollen. Da ist es. Okay, also wir haben eine Breite von 24 cm und eine Länge haben wir von... So. 34 cm. Also 24 mal 34 cm. Also da ist die Größe halt auch wieder die Leinwand, der angegeben ist. Auch hier haben wir wieder oben eine Legende, unten eine Legende, finde ich aber okay. Weil wenn ihr das Bild dreht, dann habt ihr auch auf beiden Seiten eine Legende. Klar, ihr müsst dann über Kopf lesen. Also wir haben eine 6 und eine 9, da müsst ihr euch dann bitte merken, dass sie über Kopf klebt und dann auch die richtigen Farben nehmt. Ansonsten ist es schwierig. Ja, bei 6 und 9 muss man halt tatsächlich immer gut aufpassen, gerade wenn man über Kopf klebt. Ist mir schon so oft passiert, dass ich dann erstmal dreimal geguckt habe, ob ich dann wirklich mit der richtigen Farbe unterwegs bin und mich nicht vertan habe, weil, ja, das hinterher wieder abholen. Ich glaube, der eine oder andere wird das bei euch vielleicht schon mal gemacht haben. Ich glaube, diese Hülle nehme ich nicht mehr, weil die so arg klebt. Gut, das Bild steht zur Seite. Das andere habe ich schon wieder in die Hülle getan, damit ihr auch wisst, was ich hier eigentlich nebenbei so einfach mache. Gut, jetzt kommen die großen Bilder. Ene, mene, mu. Wir nehmen zuerst das. Okay. Kriege ich das irgendwo auf? Nein, ich muss es aufschneiden. Manchmal kann man die einfach aufziehen, aber das funktioniert nicht. Die sind ineinander innen drin oftmals verklebt. Also es sind zwei große Hüllen ineinander geschoben. Ihr könnt es sehen. Aber die sind hier oftmals hinten noch irgendwie angeklebt. Innen drin angeklebt. Sodass es nicht funktioniert. So. Das erste Bild. Okay, ich weiß auch schon, was es ist. Und zwar, das Witzige ist, genau dieses Bild hatte ich mir woanders auch nochmal ausgesucht und habe es dann aber ausgetauscht gegen ein anderes Bild. Und jetzt bin ich auch ganz froh, dass ich das gemacht habe, sonst hätte ich es tatsächlich doppelt gehabt. Weil das ist ein Weihnachtsmotiv. Es wird schon ein bisschen weihnachtlich. Und zwar sind es so vier Kerzen. Und wir haben 45 Farben. Schaut mal, 45 Farben haben wir hier.
Und dadurch, dass die Kamera heute ein bisschen weiter weg ist, könnt ihr das ganze Motiv auch in einem Rutsch sehen. Sehr, sehr cool. So, könnt ihr das sehen? Ja, sehr cool, ne? Das ist doch mal von der Perspektive her richtig, richtig cool. Also wir haben hier Kerzen, Weihnachtskerzen. Und ich finde gerade diese Kerzen hier, ne, diese blau, grün, Türkistöne, die kann man mega gut, mega, 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 mega gut durch Abi-Steinchen ersetzen. Genauso wie zum Beispiel in der Flamme hier so ein paar Highlights, die man setzen kann. Die Flamme würde ich vielleicht gar nicht austauschen, aber so ein bisschen um die Flamme drumherum. Oder ihr tauscht das wirklich in der Flamme aus, dass ihr zum Beispiel da auch eine ich sag mal, so eine Flamme in Leuchtstein setzen könnt. Wirklich so eine runde Flammenform. Und dann setzt ihr die anderen Steinchen dazwischen ganz normal mit den mitgelieferten Steinchen. Oder ihr tauscht halt wirklich so relativ viel um, dass es halt nicht so eine geformte Flamme ist, sondern halt so ein bisschen willkürlich. Aber das kann man machen, wie man möchte. Aber ich finde es halt sehr, sehr cool. Wir haben auch hier wieder gegossen Kleber, wie bei den anderen auch. Wir haben eine Größe von 40x50 und hier würde wahrscheinlich tatsächlich auch die Größe hinkommen. Das messen wir mal aus. Da kommt es wieder, das Maßband. Und zwar haben wir eine Breite von... Moment, ich muss es gerade anlegen. Von 48,5, fast 50 cm. Also 48,5 cm. Und wir haben eine Breite von, wo sind wir denn hier? 38,7. Ja, fast 40. Also es ist nicht ganz 40 mal 50. Nicht ganz, fast. Aber es ist schon nah dran. Bei manchen ist es ja noch nicht mal nah dran. Da sind die ja sehr fein, weit entfernt von der Größe, die angegeben ist. Aber hier passt das tatsächlich schon halbwegs gut zusammen. Auf jeden Fall finde ich das Motiv echt sehr, 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 sehr schön. So, also wir haben hier, wie gesagt, gegossenen Kleber. Eine sehr gute Klebkraft. Und auch der Druck ist wirklich sehr, sehr gut. Den zeige ich euch jetzt mal, wie ich die Folie wieder zurückgemacht habe. Dann halte ich euch den Druck einfach mal für die Linse. So, aber ich finde das sehr tolles Motiv. Schön weihnachtlich. Ja, könnt ihr alles prima lesen. Der Druck ist wirklich 1A mit Sahne. Hier haben wir nochmal die Symbole auf der Seite. Sehr, sehr, sehr gut. Juckt die Nase. Juckt die Nase. Sehr, sehr guter Druck. Also wie gesagt, 45 Farben. Richtig, richtig cool. Hier haben wir noch die Weihnachtskugeln. Hier haben wir noch so ein bisschen vom Weihnachtsbaum. Also gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Hier haben wir noch ein Sternchen. Ja, gefällt mir außerordentlich gut. Ja, kommen wir zu den Farben. Die werde ich euch jetzt allerdings nicht einzeln zeigen, weil sonst wird das Video wieder so lang. Und dann kriege ich wieder Lecker. Aber wir haben ja gleich noch ein Bild, da kann ich euch dann noch ein bisschen mehr zeigen. Also wir haben natürlich sehr, sehr viele Farben. Wir haben alles in Zipptüten abgepackt. Die Zipptüten sind durchnummeriert von 1 bis 45. Das heißt, ihr könnt die ganz gechillt der Reihe nach sortieren und auch kontrollieren. Ihr habt noch ein bisschen Platz, eure Symbole oder Zahlen drauf zu schreiben oder Buchstaben, je nachdem. Viel nicht, also die sind schon sehr... Ja, also da ist nicht mehr so viel Platz. Ihr seht das ja. Also so viel Platz ist da nicht. Und ich zeige euch jetzt einfach mal eine Rückseite. Also die sehen halt gut aus, aber es sind Acrylsteine. Wir haben auch ein paar Farben, wo ihr wirklich seht, es ist nicht viel da. Aber dadurch, dass es halt sehr farbenfroh ist, macht das natürlich auch das Bild ein bisschen lebendiger. Und... ein bisschen fotorealistischer, weil wir, guckt mal, wir haben ja nur so wenig Farben. Ich hoffe, dass die Farben auch wirklich ausreichend sind. Wie viel brauchen wir denn von der Farbe? Von der 921 brauchen wir 14 Steine. Ja, das sind auf jeden Fall mehr wie 14 Steine. Also das reicht auf jeden Fall. Ich hatte ja schon mal ein Bild, da waren die auch in Tütchen abgepackt. Da hat die eine Farbe tatsächlich nicht gereicht. Da musste ich mir noch irgendwie behelfen. Aber das sieht eigentlich sehr gut aus. Also von den Steinen her gefällt mir das sehr, sehr gut. Ja, es sind alles Acrylsteine, aber wie ihr wisst, sind Acrylsteine nicht zwingend schlechte Steine. Das muss halt immer auch zum Druck und zum Bild passen und dann könnt ihr auch mit Acrylsteinen ein super gutes Ergebnis erzielen.
Und es gibt ja tatsächlich unter euch auch Leute, die nicht so auf dieses ganze Bling, 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 Bling stehen, sondern die sagen, nee, ich möchte mein Bild kleben, weil mir das Motiv super gut gefällt, ich habe Spaß daran, aber für mich muss es nicht so arg glitzern und glänzen. Und ja, Acrylsteine sind halt häufiger, man, die glänzen nicht ganz so extrem wie Hartsteine. Hartsteine neigen dazu, noch ein bisschen mehr zu glitzern und noch ein bisschen mehr zu glänzen, aber gute Acrylsteine tun es, die glänzen genauso. Und die funkeln halt auch, wenn sie von der Sonne angestrahlt werden. Also das ist jetzt nicht, dass es jetzt zwingend schlechter sein muss, weil man Acrylsteine haben muss. Aber manch einer sagt ja, nee, ist es okay, wenn die nicht so gut funkeln oder nicht so stark funkeln. Und für mich ist es auch okay, wenn ich die Bilder versiegle und ein bisschen von dem Funkeln weggeht. Dann ist es auch okay. Ne? Also jeder muss so für sich sehen, was er gerade haben möchte. Die einen sagen, nee, ich möchte, dass es funkelt. Die bauen dann auch HB-Steine ein. Die sorgen beim Versiegeln für noch ein bisschen extra Funkel, Funkel, Funkel. Also, gibt ja so viel, was man machen kann. Aber gut, nur mal so viel am Rande. Ich packe das mal wieder ein. Wir haben auch ein anderes Toolkit als bei den kleinen Bildern. Und zwar haben wir tatsächlich einen durchsichtigen Stift mit einem Viereraufsetzer. Wir haben einen Squeegee, wir haben eine spitze Pinzette, wir haben noch einen Aufsetzer dabei, einen längeren. Wir haben zwei Stückchen Nichtwachs, wir haben ein weißes Stiftchen. Ja, also ein ich sag mal, ein erweitertes Standard-Toolkit, was ich aber gut finde für Anfänger, weil gerade dieser Griffschutz halt schon ein bisschen angenehmer zum Painten ist. Die Pinzette ist gut, um das Wachs rauszuholen. Der Viereraufsetzer ist so ein schöner, schmaler, auch super. Damit kann man auch sehr gut setzen und damit kann man auch wirklich ganz gut anfangen zu üben. Gut, dann packen wir das Bild mal wieder weg. Also das gefällt mir schon immer sehr gut. Gut. Dass hier so Knicke drin sind, da braucht ihr euch nicht dran stören. Die liegen sich aus. Da mache ich mir gar keine Gedanken drum. Deswegen wickle ich die Steine jetzt hier auch wieder ein. Und packe das dann nachher auch wieder weg. So, erstmal auf die Seite und dann packen wir das letzte Bild aus. Da bin ich mal gespannt. Da haben wir das letzte Bild. Und das ist auch so süß. Ihr habt das ja schon gesehen. Auch 40x50, das ist nochmal eingepackt. Nein, ist nicht nochmal eingepackt, sah nur so aus, weil die Folie komplett über die ganze Breite war. Auch hier haben wir wieder das Toolkit, was ich eben schon euch gezeigt habe, also ein erweitertes Standard-Toolkit. Wir haben auch wieder hier die Farben in Zipptütchen und wir haben eckige Steine. Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade gesucht, was ich euch noch sagen wollte. Das ist mir gerade ganz kurzfristig entfallen. Auch hier sieht die Leinwand hinten nicht wieder ganz glatt aus, aber wie gesagt, wir haben Flüssigkleber, alles halb so wild. Und das ist das schöne Motiv. Ist das nicht goldig? Ein kleines Tigerbaby. Ich bin jetzt überlegen, ist das ein Tiger? Das ist ein Tiger, ne? Ich habe letztens mal irgendwann gesagt, immer was Falsches. Tiger, Löwe, Gepard. Hört mir auf mit den ganzen Katzen, ne? Ich bin manchmal da so durcheinander, dass mein Kopf eigentlich weiß, was es sagen will, aber mein Mund spricht dann irgendwas anderes aus. Also da verspreche ich mich auch tatsächlich ganz schnell mal. Aber das müsste ein kleines Tigerbaby sein. Also zumindest der Kopf davon und ich finde das so niedlich. Und ich habe gedacht, okay, komm, du kommst jetzt einfach mit. Größe ist 40x40, messen wir auch sofort mal aus. Und wir haben 35 Farben bei dem Bild. Wir haben eine Breite von 38,7 und eine Länge von 38,8. Also fast ganz quadratisch. Und wir haben noch was, was auch oftmals für Verwirrung sorgt. Aber ich möchte es eigentlich einfach nochmal zeigen. Aua. Aua, aua. Ich bin gerade aufgestanden, mein Knie hat geknackst. Schaut mal. Seht ihr den Pfeil? Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich setze da einfach ein Steinchen hin, was passt. Das ist einfach nur zur Ausrichtung für die Leinwand. Ich glaube, für den Drucker vielleicht auch, dass der weiß, wo er da was ansetzen muss oder wenn die Klebeschicht draufkommt. Da dürft ihr euch nicht stören. Setzt einfach ein Steinchen hin, wo ihr denkt, das passt.
Und dann ist es gut. Hier könnt ihr auch mit AB-Steinen arbeiten, gerade wenn es ums Auge geht. Ne? Da könnt ihr auch so ein paar Steinchen reinsetzen. Es gibt ja immer mehr AB-Farben und deshalb kann man da auch sehr, sehr gut verschiedenfarbige dann einfach so geil reinsetzen, dass man dann auch einen Verlaufseffekt erzielt bei den AB-Steinchen. Mega, mega cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich zeige euch nochmal den Druck. Und auch der ist wieder sehr, sehr klar. Genauso wie der andere Druck auch. Da kann man überhaupt nicht meckern. Wirklich gar nicht. Und ich meine gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ne? So, und hier. Auch der ist der Kleber sehr gut. Ich kann euch aber hier tatsächlich mal die 310 zeigen. Weil auch bei dem Bild haben wir ein bisschen schwarz dabei. Muss ich nur gucken, dass ich das relativ fix finde. 3371. Da. Da ist er doch schon. Guck mal. So, ich habe mein Schiffchen hier. Die Schiffchen, die Steinchen fliegen schon wieder durch die Gegend. Alter Schwede. Versucht die jetzt mal alle so ein bisschen nach unten zu klopfen, damit die alle sich unten an die Rille legen. Aber es klappt bei mir nicht so ganz, wenn ihr mal schaut. Und zwar haben wir, hier oben klappt das ganz gut. Die liegen schön in der Reihe unten. Seht ihr, dass die so ein bisschen versetzt sind. Und hier unten auch, aber, ne. Also, die könnte man jetzt, oh. Seht ihr das? Da ist noch, nutze die Pinzette, die nutze ich immer, um mein Wachs aus den Stiften rauszuholen. Manchmal klebt da noch ein bisschen was dran. Natürlich nicht so cool, wenn man hier gerade was am Zeigen ist. Also die sind eigentlich gar nicht schlecht. Man kann das hier oben an der Reihe sehr gut sehen. Also die sehen schon sehr, sehr gleichmäßig aus. Ich habe jetzt nicht so viel Ausreißer drin. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen dabei. Da habe ich eine kleine Nase dran. Es wird aber beim Kleben nicht auffallen. Wir haben aber Acrylsteine, das sieht man halt auch einfach schon. Ich kann noch mal den Pinzettentest machen. Ich werde diese zwei nicht aufgehoben kriegen. Nee. Doch. Also die zwei habe ich hochgezogen gekriegt. Also... ich würde nicht davon ausgehen, dass man standardmäßig da zwei hochgehoben kriegt. Das ist wahrscheinlich eher Glück gewesen. Nein! Nein, keine Chance. Okay, wird nichts mehr, wird nichts mehr, wird nichts mehr. Es geht einfach nicht. Also, bei Harzstein kriegt ihr die natürlich viel, viel einfacher im Zweierpack hochgehoben. Auch im Dreierpack ist echt kein Problem. Bei Acrylstein ist die Chance einfach viel zu gering, weil einfach die Kanten nicht ganz gerade und gleichmäßig sind. Also die sind manchmal so, wenn die so, es reicht schon, wenn die so einen ganz leichten Bogen drin haben oder so ein ganz bisschen ausgefranst. So ganz minimü reicht schon, das seht ihr vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick. Aber das reicht schon, dass die Kanten nicht ganz wirklich Stoß an Stoß sitzen, dass ihr die hochheben könnt. Und das ist der Grund, warum man die halt mit der Pinzette nicht so aufnehmen kann. Aber trotzdem sehen die schwarzen Steine schon gar nicht schlecht aus. Gefällt mir wirklich gut. So, und ich würde vorschlagen, wir machen die Paintprobe bei dem Bild, was wir hier gerade vor uns haben. Da suche ich mir jetzt gleich mal eine Ecke aus. Und da wir Zipbeutel haben, ist es ja auch recht entspannt. Jetzt ist die Frage, was ihr sehen wollt. Die 310 kann ich euch tatsächlich nicht zeigen. Da müsste ich mitten ins Bild gehen. Da müsste ich jetzt hier mitten im Bild anfangen. Das möchte ich eigentlich bei dem Bild nicht. Ich möchte schon irgendwo am Rand anfangen. Ich kann aber hier unten mal gucken. Ich kann jetzt hier mal, hier haben wir so ein bisschen graulastig. Wir checken einfach mal so eine Ecke ab. Ich suche mir gleich eine passende Ecke aus, oben oder unten, also hier links oder rechts. Ich würde sagen, wir bleiben unten. Und da mache ich mit euch die Paintprobe. Und dann verrate ich euch gleich noch mehr zum Klebeergebnis und was ich vielleicht noch rausgefunden habe. Naja, ihr kennt das ja, weil
den zweiten Teil, also den Anschluss daran, den kann ich immer ein bisschen versetzt drehen, was mir immer die Chance gibt, einfach so ein paar Sachen noch in Erfahrung zu bringen, die vielleicht für euch ganz interessant sein können. Wenn ich das in einem durchdrehen würde, dann müsste ich die Sachen jetzt parat haben, um sie euch jetzt erzählen zu können. Aber manchmal habe ich das einfach nicht. Von daher ist das immer ganz praktisch mit der Paintprobe. Und dann kann ich euch im Anschluss was erzählen. Und dann haben wir alles dabei. Auf geht's! Hey ihr Lieben, da sind wir wieder. Und zwar habt ihr ja gesehen, ich habe mit einem Lightpad gepaintet. Ich hatte mir ein A4 Lightpad drunter gelegt, damit ihr es besser sehen konntet, weil das hier unten schon sehr dunkel war. Und der Anfang, habt ihr ja gesehen, ist auch sehr, sehr dunkel beim Painten. Und deswegen habe ich mir gedacht, lege ich mir ein Lightpad drunter, damit ihr das Ganze noch ein bisschen besser sehen könnt. Die Tütchen habe ich schon in einer Tasche verstaut. Da kommt gleich noch ein Zettel drauf. Und was da genau drin ist mit der Bezeichnung von dem Bild, das hatte ich euch aber schon ganz, ganz oft erklärt, wie groß das Bild ist, dass es eckige Steine hat und das Motiv am besten noch dazu. Und dann kommt das hier als Zettel mit drauf und dann kann ich diese Tüte einfach beiseite packen. Ich habe ja schon ganz viele von den Tüten, die irgendwo rumfliegen und von daher passt das perfekt. So, nichtsdestotrotz möchte ich euch aber das Klebeergebnis nochmal näher bringen. Und jetzt werdet ihr sagen so, hä, haben wir gar nicht alles gesehen? Nee, konntet ihr auch noch nicht alles sehen, weil, schaut mal, ich habe noch ein bisschen weiter gepaintet. Und das ist so ein ganzes Stückchen hier fertig geworden. Und ich finde, es sieht aber eigentlich so schön harmonisch aus. Und es sieht gleichmäßig aus. So, jetzt noch ein paar Katzenhaare drauf. Und ihr könnt sehen, ich habe es wirklich schön gleichmäßig gepaintet bekommen. Also das Bild ist wirklich super toll, das Klebeergebnis. Also da kann ich überhaupt nicht meckern. Ganz toll. Steine liegen da auch wirklich gut drin. Also wenn ich hier ein Lückchen habe, aber dann nur ganz minimal. Ihr könnt das echt sehen vom Klebeergebnis her. Das sieht so, 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 so toll aus. Also begeistert mich und ja, an dem Stück weiß ich gar nicht, wie viele Farben wir hier gebraucht haben, aber wir haben hier schon ein paar gebraucht. Und ich finde, man sieht halt das auch im Ergebnis, weil das so ein schöner Ineinander-Farbverlauf ist, gerade hier. Ne? Also, ich nehme mal die Folie weg, dann kann man das sehr schön sehen. Also, gefällt mir jetzt erstmal sehr gut. Ihr dürft mir natürlich auch eure Meinung da lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback, einen Kommentar oder auch eure Meinung dazu da lasst. Aber ihr kennt das ja schon. Es ist ja für euch nichts Neues. Aber ich habe tatsächlich nichts zu meckern. Außer, dass die Bilder, die nicht so in der Art kommen. Ach, im Übrigen, die Leinwand hier ist auch ein bisschen weicher als die herkömmliche Leinwand von den ganz kleinen Bildern. Die waren etwas starrer. Und die ganz kleinen Bilder, die wir zum Anfang hatten, die waren auch nicht in der Größe, in der sie ausgeschrieben sind. Diese Bilder in dieser Machart, wie sie hier ihr seht, da wisst ihr, dass wenn ihr die bekommt, dass die fast auch immer die Maße haben, die dann da so draufstehen. Das sind nämlich keine Leinwandmaße, sondern Bildmaße. Fast kommt es ganz genau hin. Da haben wir mal so ein halber Zentimeter bis Zentimeter. Kann sein, dass die wirklich immer fehlen. Aber ich denke, ja, das ist vielleicht aufwandstechnisch gar nicht anders machbar. Ich habe keine Ahnung, wie genau das hergestellt wird und wie genau die das abmessen und vorbereiten und auch aufbereiten.
Weil natürlich, die wollen das Bild in einem quadratischen Maße, 40 mal 40. Und wenn jetzt die sagen, da kommt noch eine Legende drauf, links und rechts, und dann habe ich noch oben und unten Platz, und dann wird das halt das Bild entsprechend ein kleines bisschen kleiner. Ich kann es mir nur so vorstellen. Aber von den Maßen her passte das ja fast. Ne? Also von daher sehr, sehr, sehr gut. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich natürlich nicht gemacht habe, ich habe leider noch nicht geschaut, wie das mit der Tax ist. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das Paket, jetzt muss ich mal gucken, genau, das ist in Deutschland umgepackt worden. Also ihr habt ein Label aus Deutschland, das heißt, ihr kriegt eine Versandadresse aus Deutschland. Also steuertechnisch sollte das alles in Ordnung sein. Da braucht man sich also dann halt auch tatsächlich gar keine Gedanken machen. Und jetzt gucke ich noch mal kurz parallel nach. Also braucht ihr euch nicht wundern. Hier steht auch, wenn ihr in der Bestellung unten schaut, da steht auch Shipping and Taxes calculated at checkout. So, und das heißt, alles, was so diese Tax betrifft und auch die Versandkosten, die werden dann beim Checkout, also beim Bezahlen in dem Shop berechnet. Und dann sollte das auch eigentlich ganz, ganz gut funktionieren. Ich kann euch noch mal ein bisschen was sagen, und zwar Square Diamonds. Und zwar wäre nach, also ihr könnt auf der Seite auswählen, einmal nach runden Diamanten, eckigen Diamanten und noch anderen Diamanten. Und wenn ihr zum Beispiel bei den eckigen mal schaut, habt ihr circa 4500 verschiedene Produkte. Ihr habt bei den runden Diamanten circa 11.000, also fast das Doppelte an Bildern, also da habt ihr auf jeden Fall eine Menge zu stöbern. Also ich glaube, da könnt ihr euch einen Tag Urlaub nehmen, bevor ihr da den ganzen Shop durchgeguckt habt. Also ihr habt auf jeden Fall viel, was ihr gucken könnt. Also die Auswahl ist da schon sehr, sehr groß. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's, wenn ihr Bock habt. Dann ja, schaut euch doch da einfach mal um. Genau, so, das war es eigentlich alles, was ich jetzt so noch zu sagen hatte. Dann sind wir nämlich fertig mit dem Video. Also, Klebeprobe hat mich auf jeden Fall überzeugt, fand ich sehr, sehr gut. Auch die schwarzen Steine ließen sich gut kleben, die anderen Steine auch super. Also von daher, ich kann wirklich gar nicht meckern von dem Ergebnis, was ich unten sehe. Bin ich sehr, sehr begeistert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr gerne ein Like da. Ansonsten, wer neu auf meinem Kanal ist und gerne weitere Videos sehen soll, will, der darf natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Mein Gott, ich bin so aus der Übung. Manchmal denke ich mir, ich weiß, was ich sagen will, aber es kommt nicht so raus, wie es soll. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch ein ganz, ganz tolles restliches Wochenende. Einen ganz tollen Start in die neue Woche. Lasst euch nicht ärgern. Habt Spaß bei dem, was ihr auch immer tut. Bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.